Wir sind bei Augustin Tibul und Christina ist Head of Make-up. Erzähl doch einfach mal über den Make-up-Look von heute. Ja, der Make-up-Look ist schon ein bisschen besonders, weil es ist eine wunderschöne, feminine, rote, matte Lippe, was die Mädels tragen. Und auf der anderen Seite haben wir wieder so ein bisschen was Spezielles, was wir ganz gerne bei Augustin Tibul immer mit reinbringen. Und zwar sind das die getakten Augen. Also wir wollten, dass das Gesicht so ein bisschen gemorpht aussieht. Wir wollten halt diese Grenze haben, dass etwas ein bisschen anders aussieht, aber man es gerne anschaut. Du kommst von MAC. Erzähl doch ein bisschen über die Produkte, die du von MAC verwendest. Also die Produkte, die wir hier heute verwenden, ist ein heller Kajal im Augenlid. Also da kann man entweder Fascinating nehmen, das ist ein Weiß. Das ist natürlich ein bisschen stärker. Oder man kann einen nehmen in einer Hautfarbe. Das machen wir je nach Model, je nach Hautfarbe auch. Dann haben wir Russian Red Lipstick. Super klassisches Rot, matt, modern. Dazu kommt eigentlich nicht wirklich viel. Dazu machen wir halt eine schöne Kontur, die mitfließt, sodass das alles ein bisschen harmonisch ineinander überläuft und dann halt diese super feminine rote Lippe mit Russian Red. Marc, vielen Dank für deine Zeit. Sehr gerne. Ich bin Sina Felke. Wir kommen von sinafelke.com und ich habe natürlich schon deine Magie im Backstage bewundert und würde dich bitten, ein bisschen was von dem Haarlook heute zu erzählen. Also wir haben uns daran orientiert, was wir auch mit Augustin besprochen haben. Es hat mich sehr, sehr inspiriert, weil es geht ja praktisch um einen nostalgischen Blick auf die Zukunft. Also wir hatten uns schon in den 60er, 70er Jahren eben das Thema Zukunft vorgestellt. Etwas, was mich auch sehr interessiert und was ich ganz toll fand. Und was wir uns bei den Haaren gedacht haben, war, dass wir sagten, wir nehmen klassische Formen, wie zum Beispiel so ein Beehive, also so ein Bienenkorb, und mischen das aber ab mit sehr futuristischen, scharfen Kanten, was man auch später noch sehr, sehr gut erkennen wird. Eher reduziert und eher clean, also wenn man auch sich, wie gesagt, teilweise auch heute noch um das Thema Zukunft eben vorstellt, eher futuristisch gehalten. Und wir mixen das Ganze ab mit Drynamic, das ist ein Dry Styler, den wir gerade rausgebracht haben. Wo ich ist das ein Trockenshampoo oder was? Was ist das? Man benutzt es wie ein Trockenshampoo, was kann halt viel, viel mehr, weil es halt die Struktur. Das ist spannend. Ja, das baut die Struktur auf, es macht es kräftig, es pumpt letztendlich viel Volumen rein, hat aber den Vorteil, dass es halt gleichzeitig sehr clean damit aussieht. Ist das eine Marktneuheit? Ja, also die Art und Weise, wie wir damit umgehen, dass es eben vor allem auch hitzebeständig ist und dass es eben nicht einfach nur cleanes Haar hinterlässt, sondern gleichzeitig eben das Haar auch wirklich zu Leben erweckt. Das ist eben das Neue daran. Schön.